ja, die App ist kostenfrei und man ist sozusagen gezwungen, eigentlich sich den Code zu kaufen. Man kann aber zum Reinschnuppern kleinere Workouts machen. Wichtig ist halt, wenn man diese Workouts macht, es geht eigentlich auf die Zeit, also man soll so schnell wie möglich sein, aber es ist halt einfach wichtig, dass man auf die Ausführung achtet am Anfang und gar nicht so sehr auf die Zeit. Ich weiß, das erste Einsteiger-Workout, das war Aphrodite und das hat mich völlig fertig gemacht und ich fand das Gefühl so geil, dass ich gesagt habe, ich will nichts anderes mehr. Ja, seitdem mache ich das, das ist jetzt 1,5 Jahre und es ist bisher nicht einmal langweilig geworden. Für mich ist die Gruppe ein bisschen wie eine Familie. Also ich bin sehr gerne hier und wir trainieren auch den ganzen Winter durch und haben immer Spaß zusammen und sind immer viel am Lachen. Der größte Unterschied halt ist, dass du komplett ohne Geräte auskommst. Die Workouts bestehen tatsächlich aus Kniebeugen, aus Ausfallschritten, Liegestütze sind mit dabei, Klimmzugstange bräuchte man bei dem einen oder anderen Workout. Das Positive an dem Ganzen ist, man hat tatsächlich selber unter Kontrolle, wie weit man geht. Es ist einfach viel freier. Ich mache Freeletics seit insgesamt 3 Wochen. Ich bin noch sozusagen blutiger Anfänger, aber das geht, glaube ich, schon ganz gut. Angekommen an das Ganze bin ich durch meinen Schwager. Als wir vor 4 Wochen in Dänemark Urlaub waren, da haben wir so die ersten Workouts gemacht und war echt schön, draußen zu sein und sich so ein bisschen abzukämpfen und auch über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und ja, dann hat er gesagt, ey, Henrik, wenn du Bock hast, ne, wir haben eine Facebook-Gruppe, Freeletics Kiel, schau da mal rein und da schreiben wir jeden Tag, wann es losgeht, wann wer da ist und komm einfach mal mit, sind total coole Leute und ja, er sollte recht behalten. Hier wird gelacht und dabei noch Sport gemacht, also im Grunde genommen besser kann es ja nicht sein und ja, also ich bin echt motiviert, da auf jeden Fall auch die nächsten Wochen und vielleicht auch Jahre weiter durchzuziehen und ja, abgerechnet wird am Strand.